Hallo. Ja, wir zocken jetzt ein wenig. Hier, wie heißt das? Minecraft. Und gucken mal, dass wir hier das Ganze bauen. Oh. So. Die Idee war es. Hatte ich nicht schon irgendwie das Everbright gefunden? Also die Idee ist es, ins Everbright zu gehen. Habe ich nicht. Okay. Struct. Oh. Oh man. Also, ich wollte ins Everbright. Dafür brauchen wir Blue Sky. Irgendwie diesen Trader. Housekeeper. Okay. Dann werden wir doch mal zu dem hin. Oh, Blank Slate. 72. Okay. Dann machen wir hier noch mal eben. Und holen uns Stone. So. Oh, wir müssen in die Richtung. Dann gehen wir ins Everbright. Und bauen da den Fizzle-Reaktor. Wäre jetzt nur eine Idee, plus die ganzen anderen Sachen. In einem Chunk, weil wir nicht mehr freischalten können oder Force loaden können und dann sollte da eigentlich alles super laufen. Wieso höre ich keine Musik? Ah. Weil sie sehr leise gestellt worden ist. Was ist das hier eigentlich? Oh. Turkey Stone Bricks. Okay, und Emeralds. Und dann gehen wir doch mal hier rein. Es müsste doch das Everbright sein. Okay. Mal kicken. Und zwischendurch müssen wir mal gucken, ob der Preload für Dragon's Dogma schon funktioniert. Aber tut's nicht.
Hallo? Also hier hat er zumindest mal Wasser entdeckt. Midnight Sand. Okay. Jelly Drifter. Ah. Funktioniert hier nicht so voll. Grilled Fletched Fish. Okay. Was nehmen wir denn hier? Concrete? Ah, komm, nehmen wir grauen Concrete. So, der Cock. Ever Bright. Okay, wir sollten, glaube ich, den Schrank hier nehmen. Wow. So. Dann haben wir das schon mal geclaimed und Shunk geloadet. So, und das Einzige, was ich mir halt noch vorstellen kann, wäre, dass hier irgendwelche Sachen Probleme verursachen. Wir lassen das jetzt erstmal ein bisschen laufen und gehen mal eben zu Tronic. Okay, da ist auch nix. Oh, nein, ich wollte hier hin.
klarkommen. So. Okay. Alter Schwede. So. Apo. Ich will das Schwert mal ein bisschen stärker machen. Draconic. Und das. So, wie war das nochmal? Apo. So. Sharpness. So. Sharpness. Was kann man denn noch auf ein Schwert draufhauen? Sharpness. Smite. Smite! Wie weit geht Smite? Okay.
Aspect Looting. Unbreaking. Okay. Dann haben wir jetzt Unbreaking auf Max Level. Oh. Oh. Smite. Sharp. Unbreaking. Sweeping Edge. Können wir das noch upgraden? 8, 8, okay. So, wie viel Schaden haben wir denn hier schon gemacht? Okay. Und gucken wir mal, ob wir das bei Tronic eben noch reparieren können. Also da werde ich mal gucken, ob wir das irgendwie zum einen reparieren und zum anderen okay, Durability Maximum. So, Temp Smithing Table. Nah. Okay, schade, schade, schade.
Das wäre schön gewesen, hätten wir das upgraden können, aber dann lassen wir es. So. Haben wir hier irgendwo einen Overflow? Okay, das sieht gut aus. So. Ich glaube, wir sollten mal bei Mechanism eben noch ein paar Rezepte fertig machen. Und zwar... dass wir die Pipes zumindest haben und die ganzen Kabel und. So, die haben wir. Mechanical. So. Die. Okay. Glas. So. Basic Logistik. Ah, okay. Dann fehlt eigentlich nur noch die Pressurized Tube. Thermodynamic. So. Was ist das hier? Enriched Iron. Infuser. So, was wollte ich jetzt? Moment.
die hier haben wir schon fertig. Exporter, Crafter und Speed. Importer und noch ein Point. Input, Output, extra. So, und der Point. So, damit haben wir Reaktorglas abgeschlossen. Moment. Lead. Ich will ja nicht, dass es hier zu Verwirrung führt. Das haben wir. Logistikadapter. Oh, wir können nochmal X gucken. Und zwar müsste ja die Blazing Crystal. Oh Gott. Blazing Crystal B. Haben wir so ein paar? Oh Gott, ey. So und so, damit kriegen wir das. Dann Blazing Crystal B. Der hier. Was ist denn? Ah, Neotic. Neo 2. Damit müssen wir ja ein paar davon bekommen. Die können wir dann ja. Oh. Radioactive. Ich will 40 Stück haben.
Da will ich jetzt mal eben einen Anschluss machen, dass wir hier zumindest einen Exporter, Crafter und wie hieß dieses andere Upgrade? Upgrade. Ein Regulator Upgrade. Okay, Cable. Dankeschön, Jessica. Zoe. Hi. I'm doing fine, and you? So. So, ich wollte mal gucken, was man für Fizzle. So, okay, also.
So. Nubentronic, was geht? Sauber. Ja, ich habe jetzt ab heute meinen ersten Urlaubstag. Das ist sehr nice. Muss ich hier eigentlich im Everbright? Ach, das bauen wir hier in der Base. Und zwar... bauen wir das einfach hier hin, oder? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Vier, fünf, sechs, oh. Oh, keine 10.000. 1.000 werden reichen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Okay, super.
Ach so, ja, sorry. Ich lasse mich immer so leicht ablenken, das ist echt problematisch. Also, ich baue ein Fission-Reaktor, ein Fissile-Reaktor. Genau. Und ja, mal gucken, wie ich das mache. Oh. Ah. Genau, und dafür brauchen wir noch die Fuel Assemblies und eigentlich noch diese Kopfeinheiten. Hier, die hier. Control Rods. Ja, und ich erst. So. Oh. So. Und so füllen wir den jetzt hier nach und nach auf. Und können dann mal gucken, wie viel Fuel-Verbrauch wir haben. Und dann hoffentlich ordentlich Waste herstellen für Antimatter. So. Ja, und was ist bei dir so am Laufen? Habt ihr noch weitergespielt oder seid ihr schon den nächsten oder habt ihr schon den nächsten ATM-Star fertig? Das hört sich an, als ob wir da mal auftragstechnisch kontrollieren gehen müssen. Also gucken wir doch mal, was Kelvin da gemacht hat. Da. Oder war das noch einer runter? Ja, hier ist schon das Problem. In diesen Röhren muss Waste langlaufen. Und die können sich nur ernähren, wenn hier Waste fließt.
Was war das? Pressurized. Wie hieß das? Config Tool, ne? Oh. Also die Idee wäre jetzt, das Waste Barrel abzupumpen und hier rein zu pumpen und dann hier wieder einen Ausgang zu machen, der dann hier reingeht. Aber ich glaube, das müsste er selbst machen, sonst jage ich hier noch irgendwas in die Luft. Aber die brauchen gefüllte Pipes. Ja. Ja, okay. Aber dann weißt du ja schon mal Bescheid, wie das funktioniert. Notfalls müsst ihr dann bei mir gucken, je nachdem, wie weit ich heute komme. Dann, ja. Das muss ich mir noch mal eben angucken. Ah. Eine Stufe zu hoch. So. Und wieder rein da. Ja. Das dauert dann ein bisschen.
So. Hallo Lolo. Ja, genau wie Tronic sagt, das ist ATM 9, also All the Mods 9. Findest du auf CurseForge? Jo, bitte, bitte, kein Problem. So. So, und das hier ist... Ah. So. Hab ich hier ein Alloy? Ich brauche ja nur ein bisschen da was von. Dann passt das. Ich will nur die Redstone-Conduits haben, damit ich die ein bisschen einfacher nutzen kann. Oh. Conduit. So.
Oh, ich müsste die Neotik müsste ich fertig haben. Und Treat. Nice. So. Jo, tick. So. Dann haben wir das fertig. Ach ja, wir wollten ja noch den Konfigurator bauen. Maker Config. So. Output Waste, Output Coolant, Input Only. Output Coolant. Bauen wir hier den, ja. Nee. Hier ist Input. Und dann machen wir das hier den Output Waste. Sync. Pump Rate. Ja. Turbine. Schade. Ah, okay. Nice. Ah, das ist auch echt hardcore, was da alles gesammelt werden muss. Einige Sachen sind natürlich
übelst einfach. Oh, guck mal. Alter, in 5 Minuten. Ja, ich glaube, da musst du dann ein paar mehr Wither aufbauen. Aber erstmal guten Abend. Wie viele Wither habt ihr denn da drinne? Ah, okay. Damit müssen wir alles haben und brauchen wir noch das Structural Glass. Also, Casings.
Ja, ein bisschen Strom brauche ich ja. Also deswegen wollte ich die Turbine bauen. So. Ja, das mit der Diskette, das gibt es noch nicht. So. So, wenn's Tor. Pressure. Oh. Was war das andere? Kondenser. So. Wie viel waren das? 48. Thank you.
Ah. Gott, habt ihr viel. Okay. Thank you.
Hey. Ah, okay. Cut. So, wir bauen jetzt das ganze Teil im Everbright auf. Wegen der Sonneneinstrahlung. Da ist es ja egal, wie, ob das in die Luft fliegt oder nicht. Nee, da habe ich es nur gebaut, damit ich da schneller an die Crafting-Rezepte rankomme. Und die dann mal eben anpassen kann und. Abstand von 5, dann können wir hier zwischen Sachen bauen. Ja, das passt. Oh. So. So. Oh, Kacke.
Verdammt. Okay, das sollte passen. Das einzige Problem in Everbright ist natürlich, gibt es eine Verzauberung dafür? Rotate. Ja, ich... Ich will aber kein neues Video, keine neuen Werkzeuge bauen. Alter. Dankeschön, Manni Marona. Hi. Na, was habt ihr gespielt? Oh Gott. Ah. Oh, nice. Und wie ist das?
Ah, okay. Und ich habe nur ein bisschen was davon gesehen. Was genau macht man da? So. Also, man baut Portale, die man Weltkarten einsetzt, um an verschiedene Ressourcen, damit die Ausrüstung verbessert werden kann. Ziel ist es, wieder in die Stadt Nightingale zurückzufinden. Romanende. Okay. Nice. Alter. Aber macht es denn wenigstens Spaß? Also. Wow. Was zur Hölle? Okay. Wie habe ich das denn hinbekommen? Moment, ich gucke mal eben, wie die RAM-Einstellungen hier sind. Machen wir die mal so. Ich wollte dich eigentlich besuchen kommen und fragen, ob es bei dir auch Lectronic. Und dann bin ich Richtung Kelvin geflogen oder bam, weg. Ja, also. Die Auslastung ist jetzt gar nicht so schlimm. Und ich bin nur geflogen, ich habe nichts gemacht. Also, ja, ich. Ja, krass. Der Mieps, ich weiß nicht, ob du den Haken da noch extra rausmachen musst, damit der das nicht weiter nutzt. Und Tronic, ich. Kann es sein, dass das Everbright in ATM 9 damaged ist?
Everbright buggt. Chunk Rendering Issues. Genau. Nee, also bei mir funktioniert das ohne Probleme mit den RAM-Einstellen und so weiter. Also keine Ahnung, ob das Everbright... Aber was passiert denn im Everbright, was das alles verursachen könnte? Auf jeden Fall sehr lustig. Ich behalte mal parallel meine Auslastung im Auge. Mal gucken, was das ist, aber das ist schon hart komisch. Weil CPU und so weiter, die dümpeln hier echt einfach nur rum. Die GPU ist ein bisschen ausgelastet, das geht aber noch. Ja, Arbeitsspeicher ist jetzt bei 18%. Komisch. Ja, das mache ich gerade. Aber wir haben jetzt gerade mal, muss ich dazu sagen, eine Stunde 40 gespielt. Und wir haben sonst auch 8 Stunden Sessions, wenn nicht sogar noch länger, ohne Crash gehabt. Also da habe ich vielleicht mal den Server gecrashed, aber nicht andersrum. Das ist, glaube ich, der Das könnte ich mir halt auch vorstellen. Aber ich war ja... Ja, das könnte gut sein. Das ist echt interessant mit dem Memory Leak. Ist das erst nach dem neuesten Update gewesen? Obwohl, damit haben wir auch schon eine Mega-Session gemacht. Also deswegen weiß ich gerade nicht. Ich behalte den Orbit-Spell schon mal im Auge. Ja. Sollte ich mal lieber einmal ins Everbright zurückkehren und den... Okay. Gott, oh Gott, oh Gott.
Hallo. Hallo. Hast du eine Idee, was das sein könnte? Nicht gerade wirklich, nein. Okay. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott, ja. Kann das vielleicht sein, dass das die Bienen von Tronic sind, die überall festbacken? Die Bienen von Kelvin? Möglich. Weil mir werden hier ein Haufen Entities angezeigt, aber die sind nirgendwo zu sehen. Alter Schwede. Ja, aber auch echt interessant, dass das alles so Refined Storage. Den Bienen, das hatte ich aber in früheren Projekten schon. Ja, das mit den Loops hatten wir schon rausgefunden. Sobald die frei. Ja. Also, sobald die frei rumlaufen, ist vorbei. Ja, das ist echt interessant. Also, der Catcher, ich weiß nicht, ob es jetzt dran liegt, dass du jetzt schon alle gefunden hast. Gut. Aber jetzt werden hier auch keine Identitäten mehr angezeigt. Wäre mal interessant, auf dem Server, in der Serverkonsole zu sehen, was da drin steht. So, eine ist noch nicht drin. Oder könnte das daran liegen, dass ich das Copy und Cut Tool verwendet habe? Weil dann müsste uns ja auch schon passiert sein. Ja, ich habe es aber in das Everbright aufgebaut. Also du willst mich hier aus. Läuft jetzt schon wieder flüssiger.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte... Richtet wirklich an die Bienen. Ja, aber eine Reaktion ist irgendwie immer noch. Ich weiß jetzt nicht, ob es dran liegt, dass das hier einfach ist. Aber nicht mehr so schön wie gerade. Ja. Also ich hatte gedacht, die sind hier vielleicht irgendwo dazwischen gekrochen und buggen total rum. Aber Zuschauer, du willst mich heute auch unbedingt leiden sehen, ne? Alles soll mit Voodoo-Puppen und ich soll gestochen werden und... Ja. Gut, ich weiß auch nicht, wo der Server gerade hängt. Ja, leider. So. Mir wurde vorgeschlagen, ich sollte mal den Reaktor da rausnehmen. Ich werde das einfach mal testen. Vielleicht kann er das wirklich nicht ab. So. Ja, genau. Und das Einzige, woran ich mich entsinne, was wir neu gemacht haben, ist den Kram hier zu setzen. Also deswegen hatte ich auch schon die Vermutung. Aber das hatte ich eigentlich gedacht, dass dadurch, dass wir den das Shunk-Loading rausgenommen haben, dass dadurch das Ganze verschwindet. Verdammt.
Okay. Oh Gott, oh Gott. War jetzt der Hoffnung, dass das vielleicht hilft, wenn wir den hier rausnehmen aus dem Copy-Paste-Tool. Aber ist ja... Ja... ist die Frage, wie kriegen wir das besser hin? Also. Eigentlich müssten wir mal gucken, ob wir eine, Server-Kill-Machine bauen können. Ich glaube, es ist nur kein Admin online. Weil interessanterweise, das Everbright hat ja auch ewig und 3 Tage gebraucht, um zu laden. Oh cool, die Rakete ist weg. Habe ich vielleicht den Village-Spawner angelassen? Nee. Das war noch eine Idee, die ich hatte. Und sonst... das Einzige, was noch... Boah, ich glaube, ich weiß, was noch sein könnte. Und zwar habe ich noch... hier was eingebaut. Jetzt weiß ich nicht, ob der das hier vielleicht mit dem hier nicht verarbeiten kann.
ist hier was passiert? Alter Schwede. Das ist ja mal echt hart am Laggen. Ja, da wollte ich gerade auch noch nachgucken. Ich wollte einmal hier gucken. Das sieht eigentlich alles gut aus. Nee, ich auch nicht. Vorher ist eigentlich der Server schon gecrashed. Ich bin gerade am Überlegen, was habe ich denn noch gemacht? Das hatte ich noch aufgebaut. Tronic hatte irgendwann nach den Wizards geguckt. Mit Hostile Network. Ich probiere jetzt nochmal eben was. Im Everbright. Und zwar gehen wir hier einmal durch. Und so. Ich wollte nochmal eben gucken. Ich habe nichts mehr geschunkloadet. Ich verfolge gerade alle meine Schritte rückwärts. Was ich mir halt auch noch vorstellen kann, ist, dass das Portal irgendwie buggy ist. Deswegen wollte ich das jetzt mal auf der Gegenseite. Was könnte es denn noch sein? Ja, hätte ich... Oh, warte mal. Vielleicht... Ja, ich bin kein Administrator, deswegen... Hätte ich jetzt sonst gegebenenfalls auch den Server eigentlich neu gestartet. Und mal in die Logs-Files reingeguckt, aber... Achso, kann das hier unten vielleicht etwas... Zwei Sachen drin. Ja. Weil es mit dem Pact wohl einige Serverprobleme gibt.
Alter, das what you're looking at. So, was könnte es denn noch sein? Oh, ich habe vielleicht noch eine Idee. Da könnte vielleicht, gucken wir mal bei Tronic. Und zwar, ich weiß nicht wie viel, nicht das, ja, auf jeden Fall. Also das ist das ressourcenschonende Modpack, was ich kenne. Eine Idee, die ich jetzt noch hatte, war... dass die hier irgendwie... Oh Gott. Hilfe. Hier ein Problem haben. Tronic ist schuld. Jetzt weiß ich auch, warum das so langsam angefangen hat. Da bringt jetzt auch kein Server-Neustart was. Guck mal da rein. Die sind so leicht überfordert. Ja, ich vermute auch, dass die Masse an Ressourcen das komplett killt gerade. Wo ist denn das Ende euer das Ende hiervon? Also in welche Chests wird das reingejagt? In die? Oh ja, die Chest ist schuld.
Der Imperator hat auch keine Geschwindigkeiten drin. Nee, den hab ich da gerade oben drauf gesetzt. Oder hattest du bei eurem auch? Der andere. Ah. Der hatte keine Geschwindigkeit drin gehabt. So habe ich nämlich meinen letzten Server auch zum Crashen gekriegt. Ja, klar, wenn ich nicht verarbeiten kann. Ja, und die Chest hat ja diese Upgrades da drinnen, ne? Ja. Und der prüft dann jeden einzelnen Stack-Slot, ob da was zur Verfügung ist. So, und da macht er natürlich jetzt ein paar Millionen Abfragen auf einmal. Jedes Mal, wenn ein Item reingeht. Ja, warte, geh da mal weg. Ich wollte gerade auch. Achso. Oh Gott. Weil die nicht so schnell hinterherkommen. Du müsstest da eigentlich so zwei daran klemmen, dann ist das einfach als Buffer. Und ich glaube, du kannst das hier nicht direkt an Xnet-Konnektoren anbinden. Vielleicht hilft es nicht. Aber sieht gut aus. Ja. Ah doch, das hilft. Aber der Server kommt jetzt im Verarbeiten nicht hinterher. Geht ja direkt auf der Festplatte. Ja, aber der Server kriegt die Ticks nicht hin. Ja, aber leert sich ja langsam. Aber dementsprechend kommt ja auch wieder was nach, ne? Ja, also gerade hat noch einer geschrieben, im Discord von ATM9 haben die Probleme mit den Bottles, dass die Lecks verursachen. Aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Da haben wir ja kaum welche. Ne, ich glaube, er meint die Bottle of Time oder Time in a Bottle. So, ja, Zuschauer ärgert mich seit
3 Monaten schon damit, dass ich mal lernen soll, wie ein richtiges ME-System funktioniert. So, aber wir haben jetzt hier ordentlich Kram in der Chest drinne und versuchen die jetzt nach und nach mal leer zu kriegen, weil die zwingt den Server down. Aber wir haben es jetzt geschafft, oder erfolgreich geschafft, mit Bienen den Server zu killen. Also fast zu killen. Also das habe ich am Anfang der Bienen schon geschafft. Ah, okay. Was hast du da gemacht? Da, wo die Bienen rausgekommen sind, also das war heftig. Also nur Häuser mit Bienen gemacht. Oh Gott. Oh ja. Ja, nee. Deswegen haben die auch das Simulations-Upgrade eingeführt, weil das ein Serverkiller war. Meinst du damit die, hier diese Time in a Bottle oder welche meinst du damit? Oder normale Glasflaschen? Okay, ja, also die Lecks wurden nach und nach schlimmer. Ich glaube, dann hat sich hier die Chest aufgefüllt und ja, das ist halt echt problematisch. Das war ein Problem, was ich verursacht habe, wahrscheinlich. Wie das? Ich habe drüben am Refined zu viel angeschlossen und ja. Das hat den Stromschwankungen verursacht. Ah, und dann hat er hier nicht mehr importiert, dauerhaft. Genau. Ah. Da ist zu viel am Refined dran, ne? Verursacht Stromschwankungen. Ja, müsst ihr 19 ATM-Stars herstellen, damit ihr den Creative herstellen könnt. Ja, vor allem wie viel Zeit du in den Flaschen drin hast. Jo. So ein klein wenig. Aber er wird responsive. Okay, er leckt trotzdem noch. Ja, die Barben sind alle noch voll, ne? Ach ja. Ja, die sorgen dann auch noch für extra. Aber es leert sich. Ja, gehe ich auch von aus.
Ja, da bin ich auch heilfroh drum, dass die, dass der Honig im Überlauf ist. Ja, der Honig war auch nie das Problem. Es waren immer die Items in den Schist. Nee. Ja, den Honig, den wolltet ihr ja auch. Jo. Genau. Ja, ich glaube, dann müsst ihr hier die Stack-Upgrades rausnehmen. Dann crasht das halt früher, aber dann fängt der Server nicht an zu laggen. Ja, normal passiert es ja auch gar nicht, aber ich habe zu spät bemerkt wegen den Stromschwankungen. Ja. Und daran habe ich jetzt ja nicht gedacht, hier wegen der Kiste dann. Nee, mir ist das auch nur aufgefallen, weil ich ich hatte all meine Schritte, die ich heute gemacht habe, zurückverfolgt und alles zurückgesetzt fast. Und dann hat Zuschauer geschrieben, dass bei uns, dass ich mal gucken soll, ob irgendwas im Überlauf bei mir ist. War nicht. Und dann wusste ich, ja, bei euch ist ja auch eine riesen Bienenfarm, gehe ich da mal gucken. Oh ja. Ja. Aber hier ist gerade ein... Also wenn das jetzt hier so bleibt, dann passiert ja auch nichts. Nee, also das ist wirklich nur bei Stromausfall dann wahrscheinlich. Ich hab noch genug Zeit in der Flasche. Ja, ich gehe mal einen Vorschlag von der... vom Chat ein und ich gehe auch mal die Luft filtern. Mach das. Ja, dann bis gleich. So, ich würde da mal eben eine rauchen gehen und das können wir gleich mal gucken gehen. Also ihr könnt euch dem fröhlichen Abbauen hier zugucken und dann sehen wir uns gleich wieder. Thank you.
Da haben wir ja schon mal gut was geschafft. Wie meinst du denn das?
Ja, ich glaube, ich will nicht noch den Server noch mehr überfordern. Ja. Ja, das wird auf jeden Fall schon langsam besser. Thank you.
das krass. Ja, da hast du auf jeden Fall recht, das hat man jetzt schon direkt gemerkt, wenn dann jetzt die Kiste dann noch leer ist. Ja. Okay, jetzt ist der überfüllt. Ist ja jetzt wieder runter. So. Die sind ja auch noch alle voll. Ja, auf jeden Fall, wenn dann jetzt hier noch die ganzen Sachen leer werden, dann wird es ja immer weniger und weniger und weniger. Also das macht sich echt schon bemerkbar. Das wird wahrscheinlich Sinn machen. Hier sind wahrscheinlich einfach zu viele Bienen, die Sachen angestaut haben. Ach, die sind ja auch noch alle voll. Holy shit. Ja, wenn's auf jeden Fall.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann wollen wir doch mal. Ja, ich weiß. Ja, auf jeden Fall, denke ich aber auch. Also die Dingsens hier. Euer Zentrifugentower muss jetzt erstmal alles durcharbeiten, bis er dann durch ist. Also das wird noch ganz schön dauern. Die ganzen Iron Bees und so weiter, die sind ja auch noch komplett voll. Ja, man könnte ja jetzt auch mal eben kurz einfach einmal alles in eine Trashcan dumpen. Aber dann geht halt sehr viel flöten. So. Ich wollte jetzt mal eben gucken, ob das bei mir nicht auch irgendwelche Auswirkungen hat. Ja, dann dir einen schönen Abend. Wir haben es ja repariert bekommen. Und ja, dann gute Nacht und so weiter. Ah, okay. Okay, also, ich glaube, mein großer Vorteil ist, dass ich auch noch die Waben zwischengespeichert habe. Das heißt, ich habe einen zweifachen Puffer drin. Ja, aber vom Leck her geht's echt langsam wieder. Dann können wir doch jetzt... Habe ich das hier drin? Ja. Können wir das doch hier oben weghauen? Oh ja, guck mal, das geht doch schon. Bedeutend schneller. Zwar immer noch diese kleine Mikro-Stutterings, dass er dann einmal kurz Sachen verarbeiten muss, aber der baut dann direkt straight up. Also das ist doch super. Können wir das doch noch im Everbright testen. Ja, super, dankeschön. Also das hat ja echt viel geholfen. Also das ist mega genial gewesen. Und macht auch total Sinn auf jeden Fall. Weil die Importer checken ja jeden einzelnen Block ab. Jo, dann wünsche ich dir einen schönen Feierabend, einen schönen Abend auf jeden Fall noch. Gute Nacht und dann viel Spaß morgen beim Knechten. Ich hab zum Glück Urlaub. Dankeschön. Also wie gesagt, erhol dich gut. Gute Nacht und dann bis morgen, denke ich mal. Bis morgen.
Ja. Kenne ich. Das war auch, ich glaube, das bei ATM das Einzige, wo ich dann irgendwann gesagt habe, habe ich keinen Bock mehr drauf und habe mir ein Creative gespawnt. Es gibt den hier, den Kreativcontroller von Refine Storage. Da kannst du dann unendlich viele Sachen dran anschließen und der Strom ist egal. Ja. Also macht vielleicht für euch Sinn, da ihr ja noch wahrscheinlich noch mehr von den Bienen anpflanzen werdet, beziehungsweise die ganzen Crafting-Rezepte und. Vielleicht auch mit Importern arbeitet werden. Oder man holt sich hier halt so eine Energy Cell. Naja. Ja. Würde ja Sinn machen, ne?
So. Productivity. Nee, Kabel nicht, aber ich habe zum Beispiel nur einen Verbrauch von 18.000 und alles, was du anschließt, verbraucht natürlich, ne? Und man kann das natürlich ein bisschen auslagern, sag ich jetzt mal. Ich glaube, die Festplatten können auch verbrauchen und. Also, ja. El Momento. Ich guck mir den gleich von Kelvin an. Ich will nur eben das Rezept hier fertig machen, bevor ich wieder planlos durch die Gegend fliege. Prova. Das war der Neo-Tick. Oh. War und welcher kommt jetzt? Sprit. Oh. Okay, dann gucken wir mal eben, oder? So.
Ja, 26.000, das geht eigentlich. Also knapp 27.000. Da. Komisch. Ist natürlich die Frage, wie viel dahinter hängt, ne? Ach, ich habe nicht genügend Nick. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Aber die Frage ist, wie kriegt ihr bei eurer Stromfarm solche Schwankungen hin? Was wollte ich? Ach. War ja klar, dass sowas passieren muss, ne?
Ja, habe ich schon die ganze Zeit nicht. Also, die 20 Stunden habe ich schon locker andauernd ausgegeben. Oh. Kann man... Zeit auf Server. Wie viel Playtime auf Minecraft Server? Ah, Gott, warum gucke ich eigentlich so dämlich? Dankeschön, ich war auch gerade völlig lost. Diesen Wert will ich nochmal von Kelvin sehen mit seinem Schwert. So. Fast 1000 Kilometer geflogen. Das ist auch interessant. Und den Mob-Kill-Count von Kelvin will ich sehen. Ja, und hier. Tronic. Es ist 8 Stunden und 13 Minuten her, dass du mich getötet hast. Aber 4 Tage ist schon gut. Oh, kann man... Exit. Computer Craft. Zeit nach Tod im Display. Ja, auf jeden. Also eigentlich... Ach.
wäre jetzt lustig, einfach mal zu sehen, eine Uhr zu bauen oder sowas, wo man Time After Accident oder so. Oder Death oder so. Ups. Da würde ich gerne sehen, wie viele Villager er schon getötet hat. So. Ja, ich weiß. Das wird dann auch eingefallen und ich wollte die nicht anschmeißen.
habe von den überhaupt keine. Von den Energized habe ich welche, aber von den Blazing halt überhaupt keine. Ha. Ich glaube, die sind nicht faul, die funktionieren nicht. Ja, leider. Okay, aber nicht so schlimm an sich. Ja, ich denke mal, morgen werde ich Dragon's Dogma spielen. Da muss ich mal gucken. Vielleicht schaue ich mal rein, aber so euch dann erstmal viel Spaß und dir noch einen schönen Abend. Und dann mal gucken, ob morgen das Ganze, der Server wieder ordnungsgemäß läuft. Aber es wird immer besser, man merkt es.
Ja, aber ich werde auch reinhauen. Ja, ich muss auch ins Bett, beziehungsweise bin ich ordentlich müde, aber morgen kann ich ordentlich ausschlafen und dann ordentlich zocken. Ja, dann gucken wir mal die Tage, wie wir das hier mit dem Everbright machen und weiter mit Mechanism arbeiten. Aber die Planung ist es, dass man hier das verarbeitet und dann den Waste nach oben pumpt und hier oben eine Plattform in einem Schank hat, die alles verarbeiten kann. Also, mal gucken. Naja, also. Ich wünsche euch was. Einen schönen Abend noch. Danke fürs Dabeisein. Danke für den Raid vorhin. Für die Follows. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns morgen in Dragon's Dogma. Und dann mal gucken, was wir dann noch machen. Und wie das Spiel ist. Und notfalls gehen wir wieder in Minecraft rein. Also. Schönen Abend euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.